Ein neues Pack, ein neuer Trailer, das ist fast schon ein Gesetz bei den Sims. Da dieser nicht immer komplett wahrheitsgemäß ist und die Entwickler hier öfters mal besonders dick auftragen, möchte ich in diesem Video eine ehrliche Version des Inselleben-Trailers teilen. Bevor ihr mit dem Video startet, schaut euch am besten nochmal den Original-Trailer in der Beschreibung an. Hey, ihr wisst zwar nicht, wie ich, der Hauptcharakter dieses Gameplay-Trailers, heiße, aber ich habe mich durch das Nichtlesen des EA-Lizenzvertrags und Kleingedruckten außersehen dazu verpflichtet, euch etwas über Sulani in diesem Trailer zu erzählen. Die Werbeabteilung hat sich als Aufhänger für diesen Trailer überlegt, dass ich als Meerjungfrau keine Ahnung von den Menschen aus Sulani habe und ihr verrücktes Verhalten erläutere. Besonders cool, wenn das auch ein echtes Verhaltensmuster der Meerjungfrauen im Spiel wäre. Sulani als erste sandige Urlaubswelt macht Lust auf rappelvolle Strände und Erkundungen. EA wollte wohl im Vergleich zum The Sims 3 Inselparadies weg vom Massentourismus. Jetzt beglücken uns die Entwickler mit einer lustigen Szene, in der man auch den ausnahmsweise realistischen Sonnenbrand gut sehen kann. Wie lange es wohl gedauert hat, diese Sims in ihre richtige Position zu schieben? Die Trailer-Magie hat zugeschlagen und aus Versehen ist hier alles mit fleißigen Sims aus der Naturschützerkarriere zugepflastert, die eigentlich nur alleine herumlaufen. Wenn eure Sims stundenlang mit dem Sammeln von Müll am Strand beschäftigt sind, liegt das vermutlich einfach daran, dass er sich auf dem Weg zum ins Wasser warten verbuggt hat und hier nicht mehr rauskommt. Die Delfine bekommen in diesem Trailer einfach mal gar nicht die Aufmerksamkeit, die sie verdienen, welche hier einfach komplett beiläufig erwähnt werden. Wieso sieht es hier so aus, als würde ich einfach ohne zu schwimmen im dafür viel zu tiefen Wasser stehen? Jetzt etwas zu den kleinen Mini-Festivals, die du vielleicht noch gar nicht gesehen hast, weil sie vom Spiel überhaupt nicht erwähnt werden. Keine Benachrichtigung, gar nichts. Hier lässt sich auch das aus dem Zeitverfreunde recycelte Lagerfeuer auffinden, welches Bestandteil jedes Festivals ist. Viele von diesen sind langweiliger, als ich es euch hier zeige. Vermutlich ist das einfach Sulani aus einem Paralleluniversum. Im Trailer stelle ich das hier als ein großes Festival dar, was in Wirklichkeit viele kleine an verschiedenen Tagen sind. Die wirklich spannenden, wie das Schildkrötenschlüpfen oder Fischcontest, lasse ich einfach mal weg. Letzteres würde gegen meine Prinzipien als Meerjungfrau verstoßen. So, was steht jetzt noch auf meinem Skript? Ach ja, kaufen, kaufen, kaufen! Das war's mit meinem ehrlichen Trailer zur Inselleben-Erweiterung. Auch wenn dieses Format natürlich etwas überspitzt ist, mochte ich die Inselleben-Erweiterung besonders für die neue Welt, die wirklich stimmig wirkt. Auch wenn es in The Sims 3 große, coole und Langzeitspaß bringende Features wie die Hotels oder Hausboote gab, haben sich die Entwickler meiner Meinung nach mit den Delfinen und der Umweltschützerkarriere, bei der der Sim nicht einfach nur ins Nichts verschwindet, ebenfalls ein paar spannende Gedanken gemacht. Wenn ihr ein Pack nach Wahl gewinnen wollt, schaut bei meinem Partner Instant Gaming vorbei. Hier müsst ihr euch nur ein Pack aussuchen und schon seid ihr mit dabei. Ansonsten erfahrt ihr in der neuesten Folge Sim gehört, was Micha von simtimes.de und ich über die neue Highschool-Jahre-Erweiterung denken. Link in der Beschreibung. Wie fandet ihr meinen ehrlichen Trailer? War das Video von EA realistisch oder fühlt sich das Gameplay doch ein wenig anders an, als es im Video rüberkommt? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Also dann, bis zum nächsten Video.